Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt. Glück auf und hallo, ich bin Luca vom Harz Podcast Team und heute wird es salzig bei uns. Hanna war zu Gast im Schausiederhaus Bad Frankenhausen und hat sich mit Volker Runknagel unterhalten. Wir sind heute wieder unterwegs im wunderschönen Südharz. Manuela und ich sitzen hier gerade in Bad Frankenhausen und bei uns sitzt Volker Runknagel. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass Sie heute dabei sind. Herr Runknagel, möchten Sie sich einmal selber kurz vorstellen? Ja, ich bin inzwischen Rentner und arbeite ehrenamtlich im Schausiederhaus in Bad Frankenhausen, jeweils am Wochenende und stelle dort Salz her, also Siedesalz. Siedesalz, das heißt, welche Aufgaben haben Sie, welche Tätigkeiten stehen so an bei Ihnen? Also meine Tätigkeit ist der Siedemeister, die Gesamtverantwortung für den Siedeprozess. Und wir stellen aus Sohle feste Salzkristalle her über den Siedeprozess. Und wie sieht dann also ein typischer Tag so als Siedemeister aus? Mögen Sie das mal erzählen? Ja, wenn wir früh unser Siedehaus öffnen, fangen wir erstmal an, bereiten die Pfanne soweit vor, indem die mit Sohle vollgefüllt ist. Dann kommt Feuer unter die Pfanne und dann wird geheizt. Dann wird Wasser verdampft und irgendwann so nach 3 bis 4 Stunden entstehen dann Salzkristalle. Okay, das heißt, diese Salzkristalle, die bleiben dann in der Pfanne drin, ja. Das Wasser ist verdampft. Ja. Und was passiert dann? Was? Meistens ist es so, nach einem Tag ist etwa ein Drittel bis die Hälfte an Wasser verdampft. Und in der Pfanne liegen dann am Abend ungefähr 4 bis 5 Zentimeter Salz, was wir dann am nächsten Tag entnehmen. Okay, und ich glaube, da kommen wir auch schon zu wahrscheinlich einer der Lieblingsaufgaben von einem Siedemeister, oder? Ja, das Salz entnehmen, also das, wir bezeichnen das Ernten, ist immer das Schönste, wenn man dann schon eine schöne Schaufel voll weißes Siedesalz hat. Und wie gesagt, wir entnehmen das am nächsten Tag, dann wird das Salz getrocknet, das kommt zunächst in einen Weidekorb rein, wo die restliche Sohle abtropft und das Salz in dem Korb vortrocknen kann. Und das passiert dann am Sonntag. Also am Samstag wird erstmal angefeuert, ja. Und dann wird gesiedet. Dann entsteht Salz, jawohl. Was am Sonntag dann das erste schon mal rausgeschöpft wird. Ja. Und dann wird am Sonntag, geht es nochmal von vorne los, oder? Ja, Sonntag früh, dann entnehmen wir das Salz, was entstanden ist, füllen wieder mit Sohle auf und heizen ganz normal wieder hin. Ja. Das Feuer bleibt meistens bis zum Feierabend, also sonnabends bis 18 Uhr und sonntags bis 17 Uhr. Das ist auch die Zeit, wo wir oben jedes Wochenende anwesend sind. Wir sind von Anfang April bis Ende Oktober jedes Wochenende im Siedehaus. Jeden Feiertag und jedes Wochenende. Ja. Und wie gesagt, wir fangen dann früh an, heizen wieder an und der Prozess geht praktisch von vorne los. Nach 3-4 Stunden entstehen wieder Salzkristalle, die bleiben dann in der Pfanne liegen und die Woche drauf werden dann die auch abgeschöpft, rausgenommen aus der Pfanne, der Ofen gereinigt und alles wieder vorbereitet für das Wochenende drauf. Ne? Und wir haben natürlich immer im Vorlauf Salz da, denn das vom Samstag bekomme ich nicht unbedingt am Sonntag gleich trocken. In der Sommerzeit, also wenn es warm ist, ja, aber im Frühjahr und im Herbst wird das schwierig. Ne? Ja, wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn ich jetzt als Zuhörer hier ankomme, dann werde ich im Prinzip in Empfang genommen bei dem Schausiedehaus. Richtig, die Gäste kommen in das Schausiedehaus rein, stellen sich dann direkt an die Pfanne, wo sie sehen können, was da drin entsteht, was passiert in der Pfanne. Wir tun ein paar geschichtliche Dinge noch mit erklären bei dem Ganzen. Ne? Wie gesagt, wir sind ja, Salzsieden gibt es ja seit 998 in Frankenhausen. Das war dieses Erwähnungsdatum, Gründungsdatum der Stadt und erste Erwähnungsdatum des Siedewesens. Und wir zeigen das Schausieden in diesem Schausiedehaus, wie es im 16. Jahrhundert passiert war, also in der Blütezeit in Frankenhausen.
Und die Gäste können dann direkt sehen, wie an der Oberfläche Salzkristalle entstehen, wie Schichten entstehen, die dann runterbrechen, sich ablagern. Und wir können von Zeit zu Zeit dann auch mal die Schabe nehmen und können unten das Salz rausschöpfen. Also nicht zu tief, weil als erstes entsteht Schmutzsalz in der Pfanne, was ganz unten drin liegt, und danach kommt das reine weiße Siedesalz. Das heißt, die Gäste sehen dann wirklich, diese Salzentstehung kann man im Prinzip da echt nachvollziehen. Ja, genau. Das ist ja auch so, wenn Sie jetzt an der Pfanne stehen und es entstehen die Kristalle und die Schicht bildet sich, dann kommt irgendwann ein Punkt, wo die Schicht untergeht, stückchenweise. Und das hat ein bisschen was Meditatives mit, indem man sieht, wie das so langsam untergeht. Das beruhigt also sehr. Sie hatten das vorhin so schön beschrieben, das ist so ein bisschen wie so eine Eisfläche. Ja, genau. Das ist meistens so 3-4 Millimeter, danach ist es so dick und so schwer, dass es runterbricht. Und dann bildet sich wieder das Neue. Und das geht permanent, den ganzen Tag. Wow. Das heißt, Sie sind dann bestimmt auch ab und zu mal, ertappen Sie sich dann selber, wie Sie mal ein bisschen da einfach reingucken, oder? Ja, ständig. Ja, ständig. Schön. Ständig. Und es hat ja sogar auch noch einen gesundheitlichen Aspekt, oder? Ja, und zwar durch dieses Verdampfen entsteht ein sehr gesunder Sohledampf, den man inhalieren kann. Also die Gäste, die zu uns kommen und Schnupfen haben, sollten sich unbedingt an die Pfanne stellen und sollten das inhalieren. Damit geht jeder Schnupfen weg und es bekommt auch den Viren nicht. Ja, und wie gesagt, das war auch damals der Grund, dass die Ärzte im Mittelalter entdeckt haben, dass die Salzsieder im Siederhaus wesentlich gesünder waren im Bereich der oberen Atemwege. Und deswegen hat man dann die Sohle zu Kur- und Heilzwecken eingesetzt. Und das Salz selber wurde ja hergestellt, damals im Mittelalter, um Lebensmittel zu konservieren. Das war also das Hauptanwendungsgebiet vom Salz, was in Frankenhausen und in anderen Gegenden hergestellt wurde. Wie können wir uns das denn vorstellen? Wie war das früher? Also jetzt haben wir noch dieses eine Schausiedehaus. Früher sah das, glaube ich, noch ein bisschen anders aus. Ja, in Frankenhausen hat das, wie gesagt, 998 begonnen, hat sich dann über die Jahrhunderte immer mehr entwickelt, sodass dann im 16. Jahrhundert insgesamt 117 Siedehäuser standen. Die waren alle größer als unser kleines Schausiedehaus, vor allen Dingen, weil sie auch größere Pfannen hatten, die einen Inhalt von etwa 4000 Liter hatten, eine Pfanne, und zwei wurden genutzt dadurch. Schon deswegen, weil die Pfannen waren ja damals nicht aus geschweißten Stahl, ging ja noch nicht, schweißen konnte man nicht im 16. Jahrhundert, also waren die aus geschmiedeten Eisen, die waren an Ecken und Kanten abgewinkelt, mit Nieten zusammengehalten, und es gab einen speziellen Kit, der innen rein in die Pfanne kam, damit die dicht wurde. Und dieser Kit hat aber immer nur einen Siedeprozess gehalten. Das heißt, man musste dann, nachdem die eine Pfanne leer war, wechselseitig die andere anfangen, abdichten, füllen, heizen. Und das immer im Wechsel. Und dadurch konnte man im Siedehaus etwa 5 Zentner Salz produzieren, an einem Tag. 5 Zentner pro Tag pro Siedehaus? Pro Siedehaus. Heißt dann, wie viel Zentner? Insgesamt etwa 25 Tonnen von allen 117 Siedehäusern. Am Tag. Haben wir gesagt. Ja, wow, das ist wirklich. Am Tag. Ja, muss man sich erstmal vorstellen, ne? Wie viel das dann tatsächlich ist. Ja. Und was ist dann mit dem Salz passiert? Ja, das Salz wurde genauso getrocknet, wurde dann zwischengelagert. Danach kamen die Pferdefuhrwerke, die Frankenhäuser haben meistens die kürzeren Strecken gefahren, und von auswärts kamen auch welche von weiter her, die dann mit ihren eigenen Pferdefuhrwerken das Salz abgeholt haben. Der Parkplatz war der Anger, das war im Prinzip Parkplatz der Pferdefuhrwerke. Dort hatten 45 Pferdefuhrwerke Platz. Denn jedes Mal, einmal pro Woche, wurde Salz abgefahren, also verkauft, abgefahren. Und sonst wäre man das ja gar nicht losgeworden. Ne? Und andere haben sich von auswärts angemeldet und haben das, wie gesagt, dann auch abgeholt. War natürlich damals schwieriger, es gab kein Telefon, es gab kein Internet, also musste man irgendwo einen Reiter losschicken, der dann schon mal 2 oder 3 Wochen unterwegs war, um zu sagen, wir kommen in 4 Wochen Salz holen. Klasse, ja, das finde ich auch toll, das hat was. Wäre ich sofort dabei, ich würde dann wahrscheinlich selber laufen. Ja.
Und jetzt nochmal so zum Vergleich. Wie viel Liter fasst denn jetzt diese Pfanne hier in dem Schausiedehaus? Das Schausiedehaus hat ein Fassungsvermögen von 400 Liter, wenn es randvoll ist. Meistens befüllen wir sie mit 350 und sieden dann, wie gesagt, einen Tag und dann bleiben noch ungefähr 150 bis 200 Liter übrig, die wir dann für den nächsten Tag nutzen können. Hat dann den Vorteil, wenn wir jetzt von Sonnabend und Sonntag reden, dass wir am Sonntag früh diesen Rest Sole, der drin ist, der ist hochkonzentriert. Der ist also über 30%. Und dann füllen wir die 10%ige Sole, die wir ja nutzen, von der Kiffwasserquelle, füllen wir dazu, sodass sich das mischt und die Konzentration nicht so weit unten ist. Also sonntags geht es eigentlich schneller, dass diese Konzentration erreicht wird. Ja. Von 26, habe ich noch nicht gesagt, bei 26% kristallisiert das Salz. Physikalisch so festgelegt. Und wie viel Liter Salz, nee, wie viel Kilo Salz entsteht dann an einem Wochenende? Am Tag zwischen 10 und 15 am Wochenende kommen wir auf 25 bis 30 Kilo aus einer Pfanne. Das ist schon, sind schon ein paar Säckchen, ne? Ja, ja. Okay, und jetzt nochmal zum Anfang. Woher kommt denn diese Sole und was ist Sole eigentlich? Also die Solequellen im Prinzip sind im Quellgrund unweit entfernt von dem Schausiedehaus. Das war auch im Mittelalter so. Deswegen hat man die Siedehäuser in dem Bereich Quellgrund, Kiffhäusertherme gebaut. Das heißt, sie standen dicht an dicht, sodass die Transportwege über Holzrohrleitungssysteme relativ kurz waren. Sole selber entsteht, indem Oberflächenwasser eindringt und im Salzstock unten Salz auslöst. Und das reichert sich so weit an, dass die Kiffhäuserquelle diese 10% erreicht und diese 10%ige Sole wird dann mit Elektropumpen gefördert. Im Mittelalter war es so, dass man wasserkraftbetriebene Schöpfwerke hatte, die dieses Sole aus den Brunnen schöpften und transportierten. Ja. Und wie tief ist diese Kiffhäuserquelle? Die Kiffhäuserquelle ist 55 Meter tief. Ja. Hängt auch damit zusammen, dass der obere Rand des Salzstocks bei 60 Metern tief, bei 60 Metern Tiefe endet. Ja. Also ist das in unmittelbarer Nähe der Boden des Brunnens im Bereich des Salzstocks. Ja. Heißt, das ist im Prinzip alles eine sehr natürliche Gewinnung. Ne? Man nimmt das, was da ist und macht das Beste draus. Sie haben vorhin schon gesagt, das weiße Gold wird es auch genannt. Ja, das Salz liegt, wie gesagt, in 250 Millionen Jahre alt und liegt so lange schon geschützt unter der Erde, ja, in diesen 60 Metern Tiefe. Ja. Ach so, und stark ist der Salzstock 300 Meter. Das heißt, wir können noch lange davon profitieren. Wir haben noch ein paar Jährchen Zeit, um hier vorbeizukommen. Ja, das ist doch super, genau. Ja. Also ich werde mir auf jeden Fall nicht mehr so viel Zeit lassen und freue mich schon total drauf. Zwischen April und Oktober können wir hier vorbeikommen. Ja. Immer an den Wochenenden. Ja. Und was als Gast, also wenn ich jetzt hierher komme, was genau kann ich jetzt hier miterleben? Ja, also unserem Schausiedehaus können Sie, wie gesagt, in der Umgebung, so Frankenhausen selber hat das Panoramamuseum mit dem großen Gemälde vom Professor Dübke, Frühbürgerliche Revolution, also es geht nicht nur um Bauernkrieg, es geht um vieles andere. Dann hätten wir das Kiffhäuser-Denkmal in unmittelbarer Nähe, wir haben die Barbarossa-Höhle und wie gesagt, eine tolle Stadtansicht. Wir haben unseren schiefsten Kirchturm Europas, schiefsten, höchsten Kirchturm Europas, muss ich sagen. Denn in Friesland oben gibt es einen, der kürzer ist, aber etwas schiefer als unser ist. Aber das sieht man dem nicht nur an. Ne? Ja, und wir haben an sich eine ganze Menge Attraktionen hier. Das Umfeld ist sehr schön. Wir haben sehr viel Wald hier drumherum. Und man kann also sehr gut hier spazieren gehen, wandern. Man kann bis zum Kiffhäuser hoch wandern. Ja. Also. Jetzt darf ich nochmal bei dem schiefen Turm einhaken. Ja, ja. Hat dieser schiefe Turm denn nun auch irgendwas mit dem Salz zu tun? Genau so ist das. Das Salz ist Ursache für diesen schiefen Turm. Und zwar läuft die Elisabethquelle direkt unterm Turm durch. Hat über Jahrhunderte das Salz ausgehöhlt. Und dadurch sind Hohlräume entstanden. Und das oben übergelagerte Gestein, Karstgestein, Gipsgestein ist nachgerutscht. Und dadurch hat irgendwann der Boden nachgegeben. Und dieser schwere Kirchturm hat sich dann gesenkt und hat sich
dabei gleichzeitig geneigt. Ist aber jetzt durch eine Konstruktion einigermaßen stabilisiert, sodass er sich eigentlich nicht mehr weiter neigen durfte und über mehrere Jahrzehnte so halten sollte. Also die 4,60 Meter Neigung, die hat er auf alle Fälle, die soll auch bleiben, sonst ist ja keine Attraktion mehr. Schiefer als der schiefe Turm in Pisa. Okay, also wenn Sie das sagen als Salzexperte, dann vertrauen wir mal darauf, dass der Turm stehen bleibt. Ja, genau. Wir hatten vorhin davon gesprochen, dass es Menschen gibt, die sich wirklich sehr, sehr viel mit Salz beschäftigen. Jetzt nochmal, wie sind Sie denn hierher gekommen, Siedemeister zu werden? Also erstmal bin ich gebürtiger Frankenhäuser oder Frankenhisser-Sulzkopf, wenn man es richtig bezeichnet. So heißen wir nämlich umgangssprachlich. Ja, ich bin im Prinzip mal über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme vom damaligen Arbeitsamt dahergekommen. Dann hieß es, wir suchen noch einen Salzsieder. Hättest du denn Interesse, sowas zu machen? Und ich habe das ein Jahr gemacht und habe so viel Interesse daran gefunden, dass ich mir gesagt habe, das machst du dauerhaft. Und jetzt bin ich nun inzwischen Rentner und mache das mit wachsender Begeisterung. Ja. Ich hoffe, dass ich es noch viele Jahre machen kann. Das hoffen wir auch. Und Sie machen das mit so viel Begeisterung, was Sie hier erzählen. Das macht echt total Freude, auch schon zuzuhören. Wie ist das denn als jetzt Familie, Kinder? Gibt es da bestimmte Angebote? Soll man sich anmelden, wenn man jetzt das sich hier anschauen möchte? Ja, wenn man das anschauen möchte und meinetwegen eine größere Gruppe ist, dann kann man das über die Stadtinformationen von Frankenhausen im Museum anmelden, oder man kommt halt jedes Wochenende, Samstag oder Sonntag, wenn man kann, direkt. Also es wird immer sofort, es gibt bei uns keine festen Führungszeiten, sondern so wie die Gäste kommen, so wird das Ganze erklärt und gezeigt. Ja. Und für Kinder ist das eigentlich auch ganz gut, weil das recht interessant ist. Ne? Da haben Sie auch vorhin schon gesagt, die Kleinen interessieren sich nicht nur fürs Salz, sondern auch fürs Feuer machen, ja, oder? Ja, genau. Genau so. Dann kann man die auch sammeln dann schon mal Holz und legen unten mit nach. Ja, toll. Ja. Dann haben Sie da so ein paar kleine Helfer dabei, das kann doch auch nicht schaden, genau, ne? Genau. Klasse. Und wenn ich jetzt als Firma oder als Schulklasse mit einer festen Gruppe komme, das ist auch möglich? Einfach anmelden, das geht auch in der Woche. Wir öffnen das Siedehaus auch in der Woche. Heizen dann entsprechend vorher an, das war was zeigen können, und wenn die Anmeldung da ist. Meistens wird das verbunden mit einer Stadtführung oder so, ja, oder irgendeinem anderen Sachen. Es kommen, wie gesagt, auch Klassentreffen oder sowas. Ne? Da waren schon viele da bei uns. Selbst die Handballmannschaft von Thüringen war schon da, die Frauen. Na super. Und wenn ich jetzt sowieso schon mal hier in Bad Frankenhausen bin, Sie haben ja schon ganz viele Tipps gegeben, haben Sie denn noch so einen Ausflugstipp im Harz, ein Ort, der Ihnen besonders gut gefällt? Ja, im Harz wäre zum Beispiel Wernigerode, das Schloss, was man besuchen kann, ja, was sehr interessant, und die Stadt selbst oder die Stadt Stolberg mit ihrem alten Fachwerk, ja. Das wären so Sachen, die man noch mit besuchen kann. Also wenn wir Gäste oben haben, die in der Residenz übernachten, die haben meistens das alles auf ihrem Programm. Ja. Die fangen erstmal in der näheren Umgebung an und danach gucken die auch mal weiter weg. Ja. Ja. Für Kinder ist interessant in Wiehe die Modellbahnausstellung. Ja, dort gibt es eine riesengroße Modellbahnausstellung, durch einige Epochen unterschiedlich gestaltet. Ja. Toll, also immer wieder diese Kombination, ja, das ist dieses... Für jeden was da. Ja, genau, so sagen wir das auch immer. Besser hätte ich es nicht sagen können. Wenn ich jetzt noch ein Andenken mitnehmen möchte, kann ich, glaube ich, sogar so ein Säckchen Salz erwerben. Wir haben Souvenirsäckchen, die mit unserem Salz gefüllt sind, und die kann man für 4 € erwerben und kann die mitnehmen. Dazu gibt es auch noch einen Prospekt, wo noch einiges drinsteht. Ja. Wir haben seit kurzem, es sind schon 2 Jahre jetzt, haben wir auch Sohlebier. Das heißt Bier, was mit Frankenhäuser Sohle anteilmäßig gebraut wird, wird in Erfurt gemacht, in einer Privatbrauerei. Und das wird sehr, sehr gern bei uns gekauft. Also wir haben wirklich, ich glaube, wir haben fast 40 Kästen verkauft im vergangenen Jahr. Also jetzt in der vergangenen Saison. Wird gern mitgenommen. Na? Oder sofort getrunken bei uns. Kalt ist es sehr lecker. Wunderbar. Einen leichten salzigen Geschmack. Aber wie gesagt, ist an sich auch so eine neue Attraktion, die wir mit haben. Ne?
Na, also ich halte mich auf jeden Fall erstmal an das Säckchen Salz, das haben wir hier bei uns liegen. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal für diese ganzen Informationen und diesen tollen Einblick. Und ja. Ich habe auf jeden Fall große Lust bekommen, noch einmal richtig live dabei zu sein. Und ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Bitteschön. Und alles Gute. Danke. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, noch mehr über das Schausiedlerhaus zu erfahren, findet ihr alle Informationen unter www.bad-frankenhausen.de. Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr spannende Geschichten und alle Informationen zu eurem Harzurlaub gibt's unter www.harzinfo.de.